Es gibt Bereiche in The Sims 4, die von den Entwicklern so oft mit neuen Ergänzungen und Anpassungen versorgt werden, dass ich mir nur denke, warum? Erstens die Gerichte. Beginnen wir mal mit einem Grundbedürfnis von uns und unseren Sims, dem Essen. In den Vorgängerteilen hatten die Gerichte noch nicht so den Stellenwert, wie es mittlerweile in The Sims 4 der Fall ist. Doch trotz der kulinarischen Vielfalt im Spiel, welche mit jeder neuen Erweiterung noch größer wird, stellt sich für mich die Frage, hat das Essen wirklich einen so signifikanten Einfluss auf das Gameplay? Gerichte, die nur mit einem neuen Gerät und damit auch neuer Interaktionen im Live-Modus hergestellt werden können, haben ja noch ihre Daseinsberechtigung. Vielleicht sollten die Entwickler aber die Aufmerksamkeit und ihre Ressourcen auf Details lenken, die das Gameplay wirklich beeinflussen. Wenn man in der Kochauswahl theoretisch wild irgendwas anklicken könnte und es bis auf die Optik fast keinen Unterschied gibt. Wenigstens wurden bei Zuvermieten mal wieder ein paar neue Animationen hinzugefügt, welche noch ein kleines bisschen Abwechslung hineinbringen. Zweitens die Welten. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal kontrovers, aber lasst mich meinen Punkt kurz erklären. Am Anfang von The Sims 4 waren neue Welten mit den verschiedenen Packs extrem wichtig, da das Basisspiel hier quantitativ anfänglich nur wenig Baufläche bieten konnte. Mittlerweile sind es ganze 25 und es tut sich aus meiner Sicht ein neues Problem auf. Die Stile der Welten ähneln sich zu oft. Und dazu kommt noch, früher waren neue Regionen mit zum Pack gehörenden Gameplay verknüpft, wie beispielsweise die Festivals in Großstadtleben. Heutzutage werden häufiger Gameplay-Elemente wie zum Beispiel der Markt aus Zuvermieten ins Spiel integriert, die wir bereits aus anderen Packs kennen. Das soll nicht heißen, dass es nie wieder neue Welten geben sollte. Gerne aber können die Entwickler diese mal weglassen, wenn kein neues Thema, was bereits ähnlich existiert, umgesetzt wird oder keine spannende Idee für passendes Gameplay da ist. Wenn die Entwickler zwischen Welt oder dafür anderen neuen Features abwägen müssen, würde ich vielleicht eher auf die Welt verzichten, wenn dadurch mehr fesselndes Gameplay möglich wäre. Drittens, Tutorials und das Hauptmenü. Bei diesem Punkt drängt sich für mich das größte Unverständnis auf. Alle paar Monate erleben wir Veränderungen im Hauptmenü oder den Tutorials. Nachdem schon zwei verschiedene Arten von Tutorials im Basisspiel bereitstanden, wurde plötzlich in 2023 nochmal ein neues Tutorial-System eingeführt, das selbst die grundlegendsten Dinge erklärt und belohnt. Auch das Hauptmenü wird optisch verfeinert, obwohl es im Spiel nur für wenige Sekunden zu sehen ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass diese beiden Aspekte wohl die unkritischsten und irrelevantesten an ganz The Sims 4 sind. Vielleicht sollte die Entwicklungsenergie hier in Bereiche fließen, die einen nachhaltigeren Einfluss auf das Spielerlebnis haben. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Viertens, der Fähigkeitenbaum. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Fähigkeitenbaum im Spiel. In den Anfangszeiten von The Sims 4 wurde dieser mit Vampiren eingeführt. Mit den verschiedensten Stufen können unterschiedliche Fähigkeiten für die Sims ausgewählt werden. Diese Idee fanden die Sims-Entwickler wohl so gut, dass diese nochmal für Werde berühmt, Reich der Magie und Werwölfe recycelt und nur minimal abgeändert wurde. Der Fähigkeitenbaum fühlt sich aus meiner Sicht für jede neue Kreatur zu ähnlich an. Teilweise überschneiden sich die auswählbaren Fähigkeiten sogar und als Spieler weiß man bereits im Voraus, wie es funktionieren wird. Fünftens, der klassische Objektestil. Es ist auf jeden Fall wichtig, die komplette Palette aller Stile im Baumodus abzudecken, aber von klassischen bzw. älteren Objekten haben wir echt genug. Am Anfang von Sims 4 wurde sich öfters mal beschwert, dass wir zu viele Packs mit eher modernen bis futuristischen Sachen erhalten. In den letzten Jahren hat sich das aber ins komplette Gegenteil umgekehrt. Auch in der modernen Zeit kann man noch einige Stilrichtungen abdecken. Ein Pack rund um den Futurismus, wie es das in The Sims 3 mit Into the Future gab, würde ich an dieser Stelle sehr begrüßen. Lasst uns die Balance zwischen Tradition und Moderne im Baumodus wiederherstellen und frischen Wind in die Gestaltungsmöglichkeiten bringen. An dieser Stelle suche ich für ein neues Video eure ersten Häuser. Lade mir unbedingt dein erstes Haus in die Galerie mit dem Hashtag SimsBlog erstes Haus hoch. Jetzt seid ihr gefragt, an welchem Feature schrauben die Entwickler eurer Meinung nach zu oft herum? Also dann, bis zum nächsten Video.